Liebe Frauen, ich frage mich, was ist verdammt los in diesem Land? Inzwischen passieren fast täglich gewalttätige Übergriffe auf Frauen. Sie werden bedrängt, beklaut, vergewaltigt und sogar ermordet. Die Täter sind zum großen Teil junge, alleinreisende muslimische Männer, die aus ihrem islamischen Kulturkreis eine ganz andere Einstellung zur Frau haben, als wir das hier in Europa kennen. Und ihre Einstellung ist mit unserer Werteordnung nicht kompatibel. Ich frage mich, wie lange wollen wir das alles noch eigentlich schweigend hinnehmen? Es macht mich wütend, dass in diesem Land nichts dagegen unternommen wird, außer blöder Sprüche nach dem Motto Armlänge Abstand. Es ist höchste Zeit, dass alle Frauen, die in Deutschland leben, unabhängig von ihrer Religion, Nationalität und Hautfarbe, sich zusammentun und entschlossen auf die Straße gehen, um zu zeigen, dass wir Gewalt gegen Frauen in diesem Land niemals dulden werden. Wir werden unsere Freiheiten und unser Recht auf Selbstbestimmung verteidigen. Denkt an die Worte von Goethe. Der hat gesagt, nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Also, liebe Frauen, kommt mit uns am 17. Februar zum Frauenmarsch nach Berlin. Mein Name ist Elena Würdig. Ich werde aus Niedersachsen zum Frauenmarsch nach Berlin anreisen. Übrigens, Männer sind selbstverständlich auch willkommen zu unserem Frauenmarsch. Ich freue mich, euch in Berlin zu treffen. Bis dann.